So ein Footballspiel geht ja eigentlich nur 4x15 Minuten, aber mit allen Unterbrüchen, Werbungen, Halbzeitshows und so weiter, kann es dann halt gerne mal ein paar Stunden gehen, bis es dann wirklich durch ist. Und damit man da während der Zeit nicht dehydriert oder verhungert, vernichten die Amerikaner während dem Super Bowl 120 Millionen Liter Bier, essen dazu 3600 Tonnen Guacamole und das sind im Schnitt etwa 2400 Kalorien, die Amis da in sich reinbiegen während dem Spiel in der Nacht auf dem Montag. In dem Sinn, zum Wohl.